So, liebe Freunde der Sonne, Familienmitglieder, Ex-Familienmitglieder, Omas, Opas, Tanten, Onkels, die auch immer zur Familie gehören, meine Lehrerin aus der Schule damals, aus der Berufsschule auch. Heute ist Tag 3. Heute geht's in die Vollen. Soll ich sie mal schuppen? Ich bin ein Strauß, ich kann auf einem Bein stehen. Das ist ein Flamingo, der auf einem Bein stehen kann. Nein, das heißt Flamongo. Flamongo, du bist der richtige Flamongo. Ja, und heute möchte Tino Weiser die Welt einreisen. Wir haben vorhin nochmal die Kette astrein gesäubert. Wirklich astrein. Dann haben wir bei Ricardo eine Bienenzucht eröffnet. Eine Wespe. Die haben wir angelockt. Mit Ananas. Hier liegt noch überall Ananas. Unser guter Bob ist nämlich draufgegangen. Bob ist draufgegangen, weil Tino Homerun-Versuche gemacht hat. Aber wenn man unter dem Zelt einen hohen Pass wirft, scheint nicht so gut zu sein. Eine Flachflieger ist es nicht geworden. Nee. Oh, er zieht sogar Brustpanzer an. Da jetzt heute wirklich in der Vollen. Oh, guck mal die Nippel an. Schönes Würstchen. So. Unser Ring bei Hermanns. Ja, Hermann. Aber musst du erstmal modifizieren. Ja, aber zu langsam. Willst du einen Allist-Aufkleber vorne auf der Brust hier unten drauf haben? Nein. Die GoPro für die vielen Onboard-Aufnahmen, die wir nicht haben werden, ist dran. Der Tiger, der Partylöwe, er steigt in seine Wand, in seinen Dress, in seine Weste, in die königliche Weste des Königs. Königliche Füße. Ricardo, ich wollte nur noch mal kurz fragen, bist du jetzt eigentlich Bierbankrutsch-Weltmeister 2019? Ja, so wurde mir das gestern gesagt. Ich habe so einen Felsen da unten gekriegt, wie alle, die was gewinnen. Und ja, den schlepp ich mit heim. Und eine Trophäe hast du gekriegt, außerdem ja, den Reifen da vorne. Genau. Kannst du den aussuchen oder nimmst die hier? Den blauen. Den blauen. Der blaue ist meiner. Schnippi guckt sich nochmal schönes Video an vom Prolog. Gucke ja nicht hoch. Brauchst nicht grinsen. Komplett konzentriert. Minkmar, unser Mädchen für alles, hat heute schon Scheiße weggebracht. Ja. Dich will gerne sehen. Ich bleib bekutzt. Der wär nicht. Also ich hab's nur gerochen und da. Ach ja, meine Waschtasche. Ja, wenn du mit mir reden willst, kannst du runterkommen. Hat keiner gehört. Jetzt und Schnippi, Bär, der kleine, hässliche, stinkende, Fettarsch, stinkt am Popo. Tu nicht so. Vorhin wolltest du schon komplett durchstarten, da warst du komplett kalt mit der Hülse in der Hand. Warte, muss ich gleich noch mal eine Insta-Story machen, wenn der Autismus wieder kickt. Muss ich noch mal Liegestütze machen für die Insta-Story? Ja, bitte. So viel Sport hast du das ganze Jahr noch nicht gemacht. Der dreht komplett am Appel. Ricardo, stell dich mit dazu. Vorbereitung, Laufen. Prolog, Sieg wird heute geholt. Ricardo, deine Aufwärmung für heute? Das ist Bier. Das ist klares Bier. Das funktioniert so. Das läuft. Ey! Ey! Was ist denn das hier? Du hast es hat Jahre gehalten. Ich hab's gesehen, wie die rausguckt haben. Anton hat Brötchen geholt und der Erste, der mitgedacht hat, weil... Er hat das Bier vergessen. Er hat doch Aufschnitt mitgebracht. Ja, also, wie war es eigentlich so in Eisenerz unten? Die Straßen könnte mal wieder ausfallen. Oh, die schöne Sprite-Zero, Alter. Bäh. So, was? Muss mal Frank gefragt, Frank hat jeden Tag eine Stiege Bier und 4 Brötchen geholt früh. Ja? Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag. Schnippi,
Schnippi hat es geschafft. Alle Katze. Specki der Wahl. Früher kleine Antilope beim Fußballverein, aber heute wird er ein ganz großer sein. Ey, es hat sich gereimt. Oh, ey. Du stehst doch nur am Weg rum. Sag noch mal kurz was. Ich habe Angst. Du hast Angst? Angst ist gut, Respekt ist besser, gell? Das hat mir immer in der Schule meine Lehrerin gesagt. Nee, Mathe hat ja eigentlich keine Angst. Englisch war schlimmer, kann ich nämlich nicht. Mein Englisch ist not the yellow from the egg. But it's white and white is good. And creamy. Screamy, creamy, arsial, cremig. Wenn man das E durch ein O ersetzt, dann heißt es Guido. Sag mal was zu deinen Fans. Ich muss mal kacken. Brutal. Hier, mach dich auch noch mal warm. Stimm dich gleich mit ein. Soll ich noch ein bisschen Beat anmachen? Na, deine Vorbereitung war nicht so gut. Tino, ich würde mich übrigens freuen, wenn du mich nicht so lange unten warten lässt. Und wenn ich nicht in das Krankenhaus fahren muss, weil das ist 32 Kilometer entfernt. Okay. Das ist schon eine... Das ist schon ganz schön weit. Weißt du, musst doch ein bisschen an die Umwelt denken. Okay? Nun laufe ich wieder da runter, beziehungsweise fahre ich da runter. Ich kann es ja noch mal in kurze Worte fassen. Dahin. Ich hoffe, dass Schnippi wieder ankommt. Ansonsten sieht es nämlich heute schlecht aus mit dem Armbrot. Wo ist Tino Weiser? Tschalalalala. Tschalalalala. Wo ist Tino Weiser? Tschalalalala. Oh ja. Brutal. Alter, der macht richtig Meter und Sound und der auch. Die geben alles. Guckst du wieder nach Miezen? Nein. Sondern nach der Sonne. Nach der Natur. Die ist da. Hey, Tino Weiser, Specki der Wahl. Hey, du Fotze. Und kurzes Statement? Abgekackt, wie immer. Meine Brüder. Sehr gut. Also heute Bierzelt, top. Einer mehr. Ja, wo waren jetzt meine? Ob du hässlich bist, habe ich dich gefragt. Ich muss dir nicht fragen. Der Mann, der ist hässlich. Lippen auf hier und zack. Fetti raus. Zahn raus. Was frisst du eigentlich schon wieder Fettches? Fettige Gabel, Bandsack, nur. Nein, kannst du keinen Löffel nehmen. Die ist fettarm, weil die ist Zero. Hier mitten. Mit dem Scheißausschlüssel. Ja, übrigens, das ist unser Scheißausschlüssel. Weil wir haben unser eigenes Klo reserviert. Ja, auf die Idee ist noch keiner gekommen. Ja, 14 Erfolg, ja. Und der Blöde macht meine Nudeln damit. Ey, warte, du musst doch Würze rein, machen wir nicht. Vom Mensch, Scheißhaus. Vom Scheißhaus. Lass ihn das doch machen, wie er das will. Er ist komplett überfordert. Mensch, alle wollen ja. Ist mein Kleiner. Immer schön rein in Schach. Ich finde gleich. Zu spät. Ich will doch noch würzen. Du hast übrigens das Mondgesicht, wenn man das mal so betrachtet. Riecht nach Curry. Riecht er das in der Kamera? In der Kummerer? In der Kummerer. Das riecht doch gut, das hätte ich auch gemacht. Tino Weiser beim das Essen. Ist es. Das nein, wird jetzt. Nein, hol mir Hut. Wir machen eine neue Serie auf. Tino Weiser isst eure Speisen. Brutal. Das Wort des Wochenendes ist übrigens brutal. Ich weiß auch nicht, wie. Kann ich mir das heute an Stelle bringen? Können wir alles filmen? Beim Schnarchen? Nee, lass die hier. Der Bierbankrutsch Weltmeister. Mit neuer Buchse. Ricardo, kurzes Statement, wie war's nun? Nicht, kein Problem. Bin nur auf die Fresse geflogen, keine Scheiße gebrannt. Übelste Bimbo-Linien gefahren? Ja, übelste Bimbo-Linien gefahren, ging gar nicht. Weißt du, als. Schaden gemacht. Ja. Aber die Leistung hat gestimmt von dem Motorrad?
Werksmotorrad, 70 PS. Ja, ne, 95. 95, ja. Habt ihr noch mal kurz... Ja, ich habe auf 360 Kubik aufgebaut. Ey, irgendwas runter. Mach's mal jetzt hier nicht so Stress, Kartoffelkopf. Mach mal einen frischen Schlüpper. Ich war bei dir noch mit. Ja, ich muss los. Bist du aufgeregt? Ja, mit. Bist du aufgeregt? Guck dir mal die Nummer an. Haben wir hier eine Uhr? Ja. 15.17 Uhr. Merkst du einen Fehler? Junge, wenn du weiter jetzt starten, Mitternacht. Na, wenigstens, da hast du eine Lampe vorne dran. Nein, ja, nicht wie die anderen Spackusieren. Spaggy. Die haben nämlich nur Plastik. Ihhh! Ich werde dich das nicht leisten. Nackt, ja! Ja. Bist du aufgeregt? Nö, es geht. Es geht. Wir sind jetzt hier am Produktstand. Ich starte das erste Mal beim Herzberg und auf dem Produktstand. Mal gucken, wie es wird. Laut den Videos von Ricardo und Dino ist die Strecke ja ganz schön so rund. Aber wir werden das Beste draus machen, würde ich sagen. Ich denke auch. Nach dem Verlob, Leute. Viel Glück. Kaputt.